So, da sind wir auch schon wieder bei Risen. Wir wollen jetzt weiter nach hier unten gehen. Hey, du! Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Red mit dem Kommandanten der Stadt. Lass mich in Ruhe. So, hier haben wir, glaube ich, eine sehr interessante Personalität. Nelson. Ahoi, Fremder. Ich bin Nelson, Kartenzeichner. Ja. Ich brauche eine Karte der Insel. Wofür? Es darf doch niemand die Stadt verlassen. Gibt es da nicht so ein Gesetz? Das wird mich nicht lange aufhalten. Nun, wenn das so ist, dann will ich dir eine Karte zeichnen. Okay, warte. So. Was verlangst du für die Karte? Oh, ich werde sie dir zu einem angemessenen Preis überlassen. Aber darüber können wir reden, wenn sie fertig ist. Den Preis brauche ich doch vorher, du Nudel. Wie lange wird es dauern, bis die Karte fertig ist? Oh, das geht nicht so schnell. Eine gute Karte braucht viel Zeit. Finde du erst einmal einen Weg aus der Stadt. Dann kannst du dir die Karte abholen. Okay. Komischer Typ. Aber er macht eine fertig. Möhre. Guten Mittagessen. So, du bist Sid. Hey, ich bin Sid. Und du bist hoffentlich kein Schoßhund des Ordens. Eigentlich nicht. Was hast du gegen den Orden? Der Orden sperrt uns wie Vieh in dieser Stadt ein und verschleppt unsere Männer in die Vulkanfestung. Sieh dir Rodriguez an. Er war mal einer von uns. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Und jetzt, da oben in der Festung, haben sie irgendwas mit ihm gemacht. Sie haben ihn umgedreht. Jetzt ist er nur noch ein Werkzeug des Inquisitors. Scheiß auf ihn. Ja. Wer ist Rodriguez? Das ist eine gute Frage. Er war mal ein guter Dieb. Aber dann haben sie ihn draußen beim Plündern erwischt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben. Aber ich erkenne ihn nicht wieder. Jetzt bewacht er im Namen des Ordens das Schlachthaus am Hafen. Mhm. Brauchst du Hilfe? Rodriguez hat es auf mich abgesehen. Der Kerl will mir ans Leder. Wenn du mir helfen willst, finde heraus, was er vorhat und erzähl's mir. Okay, das klingt ja erstmal nicht so wild. Was willst du hier? Das ist Kathy. Einfach mal kurz gucken. Der hat mir ja letzte Folge schon gesprochen. Bist du Rodriguez? Ne, du bist ein Ordnungskrieger. So, du bist eine Dirne. Oh, so, auch interessant. So, du bist ein Schiffsoffizier. Du bist ein Seemann. Ordnungskrieger. Wie viele Fälle haben wir? Okay, wir brauchen noch ein Wolfsfell und drei Wildschweinfälle. Oh Mann. Gar nicht mal so einfach. So, hier kommen wir, glaube ich, wieder in Richtung Gosse. Wenn ich mich nicht irre, kommt man hier hoch. Kommt man tatsächlich. Liegt hier noch was rum? Nö. Speichern. Na. Fass hier nichts an. Hier sitzt ja eine. Da ist ein Wolfsfell. Ah! Ich habe eine Nachricht bekommen. So, ich bin sofort wieder da. So, da sind wir auch schon wieder. Ach ja, ich wollte an das Schweinefell ran, ne? Nee, Wolfsfell war das. Hau mal ab da. Muss an das Wolfsfell ran. Dann habe ich die schon mal voll. Kann ich die Sache irgendwie ein bisschen beschleunigen? Den Schlafzauber habe ich leider nicht. Starke magische Heilung. Kampfgefährten auch um 50 Lebenspunkte, okay. Hau doch mal ab da. Eins. Hehe. Schneller als der Blitz. So. Wo kam ich überhaupt her? Von dem Dach, ne? Okay. Ja, klar. Und den Gürtel. So, wie sieht das hier vorne aus? Spiel von 2009. Was war vergleichsweise 2009 schon draußen? Das Schloss ist zu schwierig für mich. Schwer zu sagen, ne? Mir fällt gerade keins ein. Oder ein von den Arkham-Spielen vielleicht? Möglich, ne? Ach, guck mal, das ist Mr. Rodriguez. Fremder,
Wenn du Fleisch haben willst, musst du dafür bezahlen. Wenn du kein Gold besitzt, Meister Belschwur verteilt einen Topf an die Armen. Dann weiß ich auch. Was ist deine Aufgabe? Ich bewache das Schlachthaus. Das Fleisch der Kühe ist unsere härteste Währung. Also komm nicht auf dumme Ideen. Wir bewachen es mit der gleichen Sorgfalt wie die Artefakte. Auch wenn wir nicht alle Einbrüche in der Stadt verhindern können. Mhm. Gibt es viele Einbrüche? Erst vor kurzem wurden 3 Häuser ausgeraubt. Und was habt ihr unternommen? Wir versuchen, die Banditen im Auge zu behalten. Machen wir uns nichts vor. Sid steckt hinter den Einbrüchen. Okay, und woher willst du das bitte schön wissen? Du weißt, dass Sid hinter den Einbrüchen steckt? Es scheint offensichtlich. Nur leider kann ich es ihm nicht nachweisen. Woher willst du dann wissen, dass er es war? Ich kenne ihn. Er ist ein Bandit. Woher kennst du Sid? Von früher. Ich gehörte mal zur Bande des Don. Aber in der Festung habe ich erkannt, dass der Weg der Banditen falsch ist. Jetzt kämpfe ich für die Gerechtigkeit und für Inquisitor Mendoza. Und was hast du jetzt vor? Ich will, dass die Einbrüche untersucht werden. Aber ich werde die Fleischerei nicht unbewacht lassen. Deshalb brauche ich einen tüchtigen Mann. Was ist mit dir? Es wäre eine Chance für dich, dem Orden Ehre zu erweisen. Außerdem bin ich ermächtigt, allen, die mir helfen, eine Belohnung zu geben. Mhm. Wie hoch ist denn die Belohnung? Du bekommst 150 Goldstücke, wenn du die Einbrüche aufklärst. Okay. Ich werde die Einbrüche untersuchen. Gut, dann pass auf, das wird keine leichte Sache. Du wirst deinen Kopf benutzen müssen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Sid wusste immer, wo es was zu holen gab. Er hat sich vorher in den Häusern umgesehen? Nein, das wäre viel zu auffällig gewesen. Ich glaube, er hat jemanden geschickt, der für ihn die Häuser ausspioniert hat. Wenn du ihn findest, haben wir einen Zeugen. Gut möglich. In welche Häuser wurde eingebrochen? Bei Nelson, dem Kartenzeichner, Flavio, okay, dem Fellhändler, aha, und Baxter, dem Buchhalter. Okay. Du solltest mit jedem der 3 sprechen. Ihre Aussagen sind wichtig. Nur mit ihrer Hilfe wirst du in dieser Angelegenheit weiterkommen. Okay. Okay, 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 okay. So, jetzt gehen wir erstmal hier in den Freudenhaus. Ahoi! Moin! Was machst du hier? Gute Frage. Eigentlich gar nichts. Im Hafen gibt es gerade nichts zu tun und den Job bei Patty habe ich auch an den Nagel gehängt. Mhm. Du arbeitest für Patty? Ich habe für Patty gearbeitet, Bier rumgetragen. Aber die wenigen, die noch trinken, kommen eh in die Kneipe. War also kein Bedarf mehr. Zum Glück musste ich meine Koje bei ihr noch nicht räumen. Jetzt helfe ich ab und zu im Hafen aus. Okay. Erzähl mir was über den Hafen. Da ist nicht viel los, kommen ja auch keine Schiffe. Die einzige Möglichkeit, an einen Job zu kommen, ist Carrasco. Er gehört zum Orden und verwaltet das Lagerhaus. Außerdem bezahlt er miserabel. Halt dich an Lucor. Er hat da was Eigenes am Kochen und wenn du dich gut anstellst, ist die ein oder andere Münze extra drin. Aber lass dich nicht über den Tisch ziehen. Lucor ist ziemlich geizig. Da hinten läuft ein Oger umher, habe ich gerade gesehen. Ach, die Scheiße. Okay. So, guten Morgen. Hier ist eine schöne... Hey, du bist doch einer von den... Interesse an einem wertvollen Artefakt? Du bist der Zweite, der mich das fragt. Wer bist du? Ich bin Schatzsucher. Heiße Düter. Du bist einer der Drillingsbrüder, richtig? Du kennst meine Brüder? Kennen ist zu viel gesagt. Zumindest bin ich schon mal einem von euch begegnet. Woher stammt dein Artefakt? Aus den Tempelruinen. Ist sehr wertvoll. Okay. Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten. Olf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Oh ja. Was für ein Artefakt hast du anzubieten? Eine Goldschale. Sehr wertvoll. 150 Goldmünzen will ich dafür haben. Okay, ich denk drüber nach. Das wären schon 300 für alle. Ingvar. Hat meine Alte dich geschickt? Wett? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das ist auch besser so. Tilde ist ständig am Quatschen. Es hält doch keiner aus. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Ernte weg, Kühe weg. Und dann haben sie uns vom Hof gejagt. Und jetzt will Carrasco mir nicht mal mehr einen Job als Kistenschlepper geben. Vielleicht säufst du zu viel. Ach, Quatsch. Das hat damit nichts zu tun. Ja, sondern hattet ja nie. Langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Wenn du quatschen willst, geh zu Lucor. Der weiß doch, was läuft. Aha. Einen sehr netten. So, hier ist Nico. Hi. Was guckst du denn so? Hast du noch nie einen arbeitslosen Fischer gesehen? Was? Hey, lass mich einfach in Ruhe trinken.
Wenn du reden willst, spendier mir einen Rum. Hast du meinen Rum? Ja. Hier hast du einen Rum. Prost. Der Suff ist das Einzige, was ich noch habe. Fischer? Ich bräuchte einen Fischer. Du bist Fischer. Ei, bin ich, aber ich habe mein Boot draußen im Sturm verloren. Seitdem habe ich nichts mehr. Ich kann froh sein, dass Patty mich noch anschreiben lässt. Was mit dem fucking Greenscreen schon wieder? Der hat doch die ganze Zeit nicht so geflimmert. Macht mich verrückt. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und? Was habe ich damit zu tun? Wäre das nichts für dich? Du bist schließlich Fischer. Ich? Fische verkaufen? Warum sollte ich das tun? Ich will da immer noch eine andere... andere Idee machen. Das geht mir auf den Sack, das Geflimmer. Ein Fischladen wäre genau das Richtige für einen Fischer. Das will ich meinen. Und du hast gerade keine Arbeit. Da ist was dran. Wie viel soll der Stand denn kosten? 300. Für 300 Goldstücke gehört der Stand dir. Es ist bitter, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was meinst du? Ich habe nicht genug Gold und brauche deine Hilfe. Was soll ich für dich tun? Pass auf, ich habe da etwas, das ist viel mehr wert als die paar Goldmünzen. Wo ist dann das Problem? Psst, nicht so laut. Es ist ein Artefakt aus den Ruinen, verstehst du? Du lässt anschreiben, obwohl du ein Artefakt besitzt? Das kann man nicht einfach so verkaufen. Dafür kann man in die Vulkanfestung geschmissen werden. Verstehe. Aber ich würde es dir verkaufen, für 300 Goldmünzen. Dann kann ich den Laden übernehmen. Was ist das für ein Artefakt? Ein Ring. Wer ist er denn? Ich glaube, er ist ein bisschen magisch. Was ist? Willst du ihn? Ja, ich denke drüber nach. So, das war Düter. Der war das hier. Du Vogel, hau ab. So, wer bist du? Patty. Hey, Fremder. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Hier hast du ein Bier. Trink erst mal ein. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Das ist gut. Das nur so aus, als weil die Nähte da zusammenführen oder ist der Dame kalt oder so? Na, ist egal. Du bist sehr jung für eine Kneipenwirtin. Eigentlich wäre ich gar nicht mehr hier, wenn die Weißen die Stadt nicht abgeriegelt hätten. Weil ich nicht in der Gosse leben wollte, habe ich diese Kneipe hier übernommen. Wenn ich könnte, wäre ich schon lange weg. Das kannst du mir glauben. Okay. Was genau willst du draußen vor der Stadt? Das kann dir doch egal sein. Aber wenn du es genau wissen willst, ich suche etwas. Etwas sehr Wertvolles. Was denn? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Na klar. Siehst du? Ich nämlich auch. Sehr witzig. Du machst mich neugierig. Wonach genau suchst du? Du lässt nicht locker, was? Nö. Na schön, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich suche meinen Vater. Hä? Ach was. Sein Name ist Gregorius. Er ist Seemann. Man sagte mir, er sei auf dieser Insel. Ich bin nur allein wegen ihm hierher gekommen. Doch bisher fehlt mir von ihm jede Spur. Ich kann nur vermuten, dass er sich außerhalb dieser Stadt irgendwo auf der Insel herumtreibt. Das interessiert mich, ob die ihren Vater finden will. Ich werde dir helfen, deinen Vater Gregorius zu finden. Da hast du dir was vorgenommen, du Held. Aber bitte, wenn du unbedingt willst. Ich weiß nicht, ob du Kapitän Romanov kennst. Nein. Ich hörte, er sei mit seinem Kahn hierher gekommen und soll sich irgendwo hier in der Stadt aufhalten. Romanov ist auch Seemann. Er hatte oft mit meinem Vater zu tun. Also, wenn jemand wissen könnte, wo mein Vater sich aufhält, dann ist es Kapitän Romanov oder jemand seiner Mannschaft. Hör auf, so viel zu sappeln. Du willst also aus der Stadt? Und wie soll das gehen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe nur gehört, dass es einen anderen Weg aus der Stadt geben soll als die beiden Haupttore. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Geredet wird viel in dieser Stadt. Ja. Oh Mann. Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Das ist dir rührend, kleiner Held. Das haben schon ganz andere gesagt. Aber das war nur Pfeife. Es war keiner dabei, der wirklich was auf das Kasten hat. Also, wenn du wirklich einen Weg aus dieser Stadt herausweist, dann raus mit der Sprache. Ansonsten mach hier keine Sprüche, klar? Nö. Olle. Naja. So. Gib mir noch ein Bier. Ich wusste, es würde dir schmecken. Aber ab jetzt bezahlst du dafür, okay? Na, das wollen wir mal sehen. So, zeig mal her. 20 Dietriche. Wie viele habe ich noch? 6.
Ich bin eigentlich so ein beklopptes Rindvieh. Warte mal. Will ich die Dietriche haben? Das wären 200 Gold. Nimm erstmal 10. So, ja. Kann ich noch irgendwas eintauschen dafür? Nicht wirklich. Ah, komm, hier. Ja, halt mal. So. Ja. Was wird denn so geredet über einen geheimen Weg aus der Stadt? Es heißt, dass Artefaktschmuggler hier in der Stadt ihre Ware an den Don liefern würden. Mhm. Doch die Weißen lassen kein Schiff mehr ablegen und die Haupttore werden ebenfalls bewacht. Die Artefaktschmuggler müssen einen Weg gefunden haben, den die Weißen noch nicht kennen. Verstehe. Kennst du jemanden dieser Artefaktschmuggler? Wahrscheinlich einen der drei. Ich vermute, dass die Banditen vom Don dahinter stecken. Aber genau weiß ich das nicht. Im Grunde versucht doch jeder, der ein Artefakt findet, es gewinnbringend zu verkaufen. Wer hat da schon den Durchblick? Ich jedenfalls nicht. Nee, du hast sowieso keinen Durchblick, das merkt man. So, und ich bin ein totaler Idiot, dass ich die Rüstung noch nicht angezogen habe. Ah, schau mal einer. So, hatte ich mir nicht noch irgendwas Interessantes gekauft? Dann noch die ganzen Viecher. Das ist ein rostiges Schwert. Ob uns das nö, wird? Okay. So, Nico, Wache. Also, habe ich mir anders vorgestellt. Hier noch so. Da liegt ein Krautstängel, der interessiert mich gerade erstmal nicht, die Bohne. Wenn hier ein Fell rumliegen würde, würde ich mich sehr freuen. Sonja hat den Hof hier hochgehen. Bank, Kartoffeln. Kartoschka. Schiffsoffizier. Ey, wir haben die gleiche Rüstung an. Geiler Typ. Okay. Hier hinten darf man bestimmt nicht rein. Liegt hier ein Fell rum. Wäre der Nico jetzt nicht da? Nico, geh weg da! Hör auf zu saufen, Nico. Ey, da oben liegt was. Da liegt ein Goldbeutel. Hab ich gesehen. Ich speichere mal. Ich dachte, ich hier gleich irgendwie absegel. Komm ich hier hoch? Ey, beruhig dich. Hey. Kleiner jetzt geht's Dieb. Rund. Are you kidding me? Jetzt geht's rund. Aha, jetzt geht's rund. What the fuck, der lag da oben rum. Na, ist klar, hau ab da, du. Bleib stehen. Los doch. Ja. Die mach ich fertig. Ja. 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 Hey. Ja. Oh. Schnapp den Dieb! Beste! Ach, ihr auch noch! Du lernst was darauf. Ach, Scheißdreck. Okay, den darf ich nicht einfach so klauen. Na, mal gucken. Irgendwann werden wir da schon rankommen, ne? Ich hatte doch gespeichert, oder? Jo, okay. Gut, dann halt nicht. Aber jetzt ist hier vorne keiner. Hau ab! Ach, fuck off. Ja, so, raus hier. So, dann gehen wir mal hier weiter. Da oben ist ein Oger. Eigentlich sind die Oger ja relativ friedlich, ne? Ukos. Ukos wacht über Lagerhaus. Das ist schön. Aha. Und sonst? Alles klar bei dir, Großer? Alles klar, Boss. Du bist ganz schön auf den Kopf gefallen, wa? Kannst du mir zeigen, wie ich so stark werde wie du? Niemand ist stark wie Ukos. Aber ich dir helfen, stark zu werden. Hast du Gold? Ukos braucht Gold für Fleischerei. Alter, guck dir mal diese Schultern an. Also unmenschlich. Na, ist ja gut. Ist ja auch ein Oger. Zeige mir, wie man kämpft. Der zeigt mir Axt 5. Du kannst bei deinen Angriffen mehr Schläge miteinander kombinieren. Oh. Hä? Hey, da ist ein Schrank. Ukos setzt sich da hin. Hier könnte ich jetzt rein. Mach mal speichern. Wieso geht links nicht? Geht
doch. Okay. Wolfsfell, Wolfsfell, nice, 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 nice. So, hier ist erstmal so weiter nix. Hier ist noch ein Schrank. Jesus Christus. Okay, Zwiebel, Wasser und Mana-Trank. War jetzt nicht so besonders. Ist hier noch eine Tür? Nochmal von vorn. Oh, scheiße. Geschafft. Okay. Karl, Kerzenleuchter, Illusion erschaffen. Okay, 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 okay. Nice, 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 nice. Noch ein Schrank. Ha. Okay. Nimmt man mit. Ha, juckt. Hocken. Und wieder raus hier. Mit einem Oger will ich mich ungern anlegen. Obenrum noch irgendwie was? Nö, gut. Also rechts geht, links nicht. Oh, komisch. Nach links kann ich nicht weg, nur nach rechts. Und raus. Oh, noch ein Krieger. Okay. Darf man hier eigentlich rauf? Schleich mal. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Okay. Bett. Buddys Truhe. Ja, da geht dann mal noch nicht bei. Die einem gehört. Okay. Hier guckt gerade keiner. Speichern. Lala. Alle check. Keiner da. Gut. So, du bist Luca. Hey! Warte, nicht hier. Nicht. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Oh ja, schöne Scheißhaus. Das will ich auch haben. So, wer bist du? Ach, du bist Buddy. Okay. So. Ja, was ist denn du? Hast du ein Problem mit Carrasco? Nein, es ist genau umgekehrt. Er hat ein Problem mit mir. Er guckt mir ganz schön auf die Finger. Hat Angst, dass ich hier was klaue. Und? Klaust du? Solange mir niemand was nachweisen kann, bin ich ein unbescholtener Bürger. Touché. Sie haben mich sogar durchsucht, aber nie etwas gefunden. Mhm. Ich bin zu schlau für sie. Das freut mich. Ich suche Arbeit. Wenn du Kisten schleppen willst, musst du zu Carrasco gehen. Allerdings glaube ich nicht, dass du solche Arbeit suchst. Und was glaubst du, suche ich? Etwas, das mit höherem Risiko und höherem Gewinn verbunden ist. Habe ich recht? Was hast du anzubieten? Ein paar von den Jungs, die für Carrasco Kisten schleppen, arbeiten nebenbei für mich. Sie lassen ein paar Teile aus dem Lagerhaus mitgehen und dafür kriegen sie von mir eine anständige Bezahlung. Aber die Idioten kriegen den Hals nicht voll. Sie verlangen das Doppelte von dem, was ausgemacht war. Aber das können sie mit mir nicht machen. Nicht mit mir. Okay. Über welche Jungs sprechen wir? Da ist Buddy, ein Arbeiter hier aus dem Hafen. Okay. Und sonst? Ingvar und Vasili haben beide keinen festen Job und helfen hier nur ab und zu aus. Die meiste Zeit sind sie in Pattys Kneipe. Vasili, ja, aber Ingvar... Haben wir den auch schon getroffen? Ich weiß das gar nicht mehr. Was haben Sie gestohlen? 5 Rüstungsplatten. Es sind goldene Stücke alter Rüstungen, die in den Ruinen gefunden wurden. Klingt interessant. Kann man die benutzen? Du meinst, um die eigene Rüstung besser zu machen? Ja. Nein, aber sie sind trotzdem wertvoll. Schade. Was soll ich mit den Jungs machen? Nimm ihnen die Platten wieder ab und bring sie mir. Wie du das machst, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die 5 Platten in meiner Tasche sind. Und Carrasco darf die Teile nicht bekommen. Am besten ist, er kriegt nichts von dem mit, was hier läuft. Okay. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe?
Du bekommst das, was ich mit den Jungs ausgemacht habe. 50 Goldstücke für jede Platte. Bei 5 Platten sind das 250 für dich. Schneller und leichter wirst du hier nirgendwo an so viel Gold kommen. Ist nicht falsch. Nee. Einverstanden. Ich besorg dir die Rüstungsplatten. Ich wusste, dass du eine Chance erkennst, wenn du eine bekommst. Ich bin hier, wenn du mich suchst. Alles klar. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin sag ich mal wieder recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.